Es gibt wieder ein Update auf dem Minesucht.net Server. Kistenloot haben sie angepasst. Es gibt auch wieder 4 neue Kits. Die werden wir in diesem Video auch anspielen. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es gibt wieder ein Update auf dem Minesucht.net Server und das Schöne ist, es ist ein Skywars Update. Wir spielen direkt auf einer neuen Map hier auf dem Server, das Suburb. Ich frage mich, wer sich diese Namen ausdenkt. Ich habe auch mal mein Texture Pack hier. Mal auf das Specs PvP gewechselt. So, Kistenloot haben sie angepasst, meinten sie. Ja, also gut, ist jetzt meine erste Runde nach dem Update. Loot finde ich jetzt nicht so krass. Aber mal sehen, gibt es hier noch irgendwo. Es gibt doch hier locker irgendwo wieder ein Secret, wie zum Beispiel die Kiste, die habe ich noch nicht gelootet. Dort ist schöne Loot drinne. So, ich denke mal, das war's jetzt auch. Hier unten wird wahrscheinlich, denke ich mal, nichts mehr sein. Es gibt auch wieder 4 neue Kits. Die werden wir in diesem Video auch anspielen. Ich hatte jetzt keine Zeit, die auszurüsten, weil ich meine Anmoderation noch gemacht habe. Big Mac Bandit weg. Denke mal, das ist das schönste Schwert. Diese Milch brauche ich immer noch nicht. Ich weiß nicht, warum sowas reintut. Milch ist Gift. Und dann können wir uns gleich schon mal hier in die Mitte bauen und das verbrennen wir einfach mal. Gut, dann redet hier mit mir. Der coole Junge? Irgendjemand hat sich hier gerade verraten. Hier ist irgendwo jemand. Okay, Spiel verlassen. Damit ist er auch weg. Gut, aber ich habe hier einen Kompass, fällt mir gerade noch auf. Ach, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Die Map gefällt mir bis jetzt ziemlich gut. Oh. Schnell, schnell, schnell. Oh. Hack halt. Oh, da hackt jemand. Ab in Knast. Nicht so schön. Oh, so, komm, komm, komm. Wasser, sehr gut. Oh. Yo, sorry. Ah, nee, Dark Sack doch gar nicht. Den kenne ich doch. Ah, dann nehmen wir uns das mit. Hallo, 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 hallo. Und tschüss. Ah, Nummer 1. Der war mit seinem Kack-Knockback-Stick. Holla, die Waldfee. Macht der mir auch. Natürlich kommt da noch jemand von hinten. Cool. Wir haben neue Kits und zwar haben wir Obi-Trapper, Berserker, Athene. Sind das die einzigsten? Ich glaube schon. Wir nehmen mal Obi-Trapper. Auswählen. Wir haben jetzt auch hier ein neues Jump'n'Run. Können wir einfach so machen. Sehr schön. Und wir können jetzt keine Map mehr einfach so auswählen, sondern es gibt ein Map-Voting. Ich tue jetzt zum Beispiel mal, was gibt es denn hier Neues? Disco Farm. Okay, dann will ich einfach mal für Disco. Denn es gibt, hä? Ach, hier. Suburb. Okay, ich wähle nochmal die eine Map aus. Die können wir jetzt nicht so testen, obwohl die ist eigentlich so gut zum Runterhauen. Deswegen nehme ich die mal nicht, sondern meine Lieblingsmap. Dort haben wir dreimal einen Lava-Eimer, dreimal Wassereimer und Stackbruchsteine. Wow. Ich weiß nicht, warum man dieses Kit sich kaufen sollte. Ich habe eh alle Kits, da ich die gewonnen habe. Inzwischen gibt es ja schon gar nicht mehr zu gewinnen. Ich habe mich gerade gefragt, wo mein Kit hin ist, aber ich habe ja ein anderes genommen. Der Junge ist ein Dunker. Ja. Gut, Minesucht, Bug Report. Eure drei Wassereimer bringen nichts, wenn man die platziert, weil die buggen einfach weg. Habt ihr super gemacht. Ganz toll.
Arschgeil, Digga. Toll. Die wird man wahrscheinlich einfach so auseinanderstacken müssen, damit die nicht verschwinden. Und ich habe kein... Na gut, also bis jetzt finde ich den Kistenloot durchschnittlich. Finde ihn jetzt nicht krass, aber auch nicht so schön, dass ich den mir für immer wünschen würde. Das gibt eine Anzeige. Es gab nämlich Beschwerden, wahrscheinlich dann im Forum, dass der Kistenloot angepasst werden sollte. Ich fand ihn, wie er vorher war, auf jeden Fall sehr gut. Da habe ich mich nicht drüber beschwert. Egal! Ich fand den Loot auf jeden Fall in Ordnung. Vielleicht ein bisschen overpowered, aber dass sie jetzt so runtergehen mit dem Kistenloot, kann man halten, was man will. Ich fand den davor besser, aber ich denke mal, es wird in Zukunft noch weitere Anpassungen des Kistenloots geben. Es gibt halt immer jemanden, der meckert, aber ich fand Real Talk vorher, die hätten nicht so krass den Kistenloot runterhauen sollen, sondern nur ein bisschen, das nicht zu OP ist, aber auch nicht jetzt, so wie jetzt. Huch, was machen die denn da in der Mitte? Oh, okay. Also wenn jemand versucht euch zu angeln, einfach mal versuchen auf den drauf zu hauen und nicht irgendwelche Manöver machen, weil das geht dann meistens schief. Ich spreche aus Erfahrung, by the way. In der Tat. Ach, warum hatte der... Stimmt, man kann sich ja einen Bogen machen, aber der gut. Das glaube ich dem Pfeilen dann komplizierter, aber wir haben jetzt schon mal einen Bogen mit 3 Pfeilen. Und ich denke mal, hier wird niemand von denen denken, dass wir einen Bogen haben. Absolut. Unser Vorteil eben. An sich empfehle ich dieses Kit in niemanden, denn... Ja. Man müsste diese einmal auseinanderstacken und diesen 1-Stack... Blöcke, den kann man sich auch schnell aus den Kisten looten. Ich sehe auch gerade, ich glaube, sie haben... Oh, um Gottes Willen, backt's hier rum. Ich tue nämlich nebenbei noch 2 Videos, glaube ich, uploaden, denn wenn ihr dieses Video seht, bin ich noch nicht im Urlaub, aber wenn ihr das Video seht, bin ich nächste Woche im Urlaub, denn ich fahre am Samstag nach Paris und da wird es auf jeden Fall wieder ein Teddy auf Reisen Video geben, also ein Vlog, könnt ihr euch mal drauf freuen und... Ich weiß zwar nicht, inwiefern sie das Scoreboard geändert haben, aber sie haben es geändert. Und ich wollte dieses Update hier zum Skywars Update machen, wenn schon mal was auf meinem Suchtserver Skywars gibt. Dann muss man das natürlich auch reviewen. Nee. Baut jetzt ziemlich blöd für meinen Bogen. Ja, das ist nicht so optimal, wie der das macht. Sheesh. Das war jetzt natürlich blöd. Nee, nee, nee. Runter, runter, runter. Nein! Oh, ich dachte gerade, ich springe noch hinterher wie ein Depp. Oh, okay. Erstes Kit, da haben wir schon mal mit gewonnen, ich würde sagen. Wir springen gleich mal hier in die zweite Runde. Als nächstes nehmen wir das Berserker-Kit und kann mal schauen. Oh, okay, hier ist auf jeden Fall neue Stats für die jeweiligen Kits. Okay, was hat denn am wenigsten? Okay, Flash hat noch niemand. Okay, also ich glaube außer Flash... Okay, Schleim hat auch noch niemand, Schneemann noch nicht. Also es gibt noch ein paar Kits, da wie zum Beispiel auch King. Da hat sich noch niemand mit Kills gemacht. Bei den Einstellungen ist gerade noch nichts drin, was sie sich da bedenken. Keine Ahnung, vielleicht ist da auch irgendwas drin für Leute mit Master oder Hero oder Legende, Teammitglieder. Ich weiß nicht. Man sieht auch, wie viele Votes eine Map hat. Zum Beispiel hat Disco gerade 2, da hat noch jemand außer mir hierfür gewotet. Wir haben eine komplette Lederrüstung. Das ist natürlich mega krass am Anfang. Nicht
Aber, liebe Freunde, ich wäre ja nicht, wenn ich euch einfach so eine Lederrüstung andrehen würde. Natürlich hat diese Rüstung eine Spezialfähigkeit, die wir nur entdecken können, wenn wir richtig krass am Start sind. Wir können nämlich jetzt erstmal uns hier schön equippen und wenn wir gleich etwas Bestimmtes machen, dann haben wir so ein schönes OP-Equip. Das ist nämlich ein Kit, was ich euch empfehlen würde zu kaufen. Wenn ihr zum Beispiel nicht so gut seid, so wir wie zum Beispiel ich. Es ist belastend. Wenn man jetzt ein paar Runden schon gespielt hat, dann merkt man, dass der Kistloot eventuell doch gar nicht mal so verkehrt ist, so wie sie das aktuell eingestellt haben. Weil über meinen Loot konnte ich mich jetzt eigentlich so die letzten Runden eher nicht mehr beschweren. Deswegen beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Die Nachrichten im Chat haben sie, denke ich mal, auch geändert. Weil dieser rote Effekt, der war vorher, glaube ich, nicht da, so wie ich das mitbekommen habe. RSO. Ich weiß überhaupt nicht, was er damit meinen könnte, meine Damen und Herren. Verpiss dich, du Hurensohn! Stück Scheiße. So, das ist der einzige Gegner noch, an dem ich das Kit vorstellen kann. Nein, bitte, das Selbstmord. Außerdem wirst du dich jetzt ernsthaft 5 Blöcke rüberspringen, oder was? Okay, viel Spaß beim Sterben. Ah, gar nicht mal so schlecht. Trotzdem tschüss. So. Und seht ihr, unsere Rüstung hat sich direkt geupgradet. Jetzt sind wir voll Diamant. Das bedeutet, wenn wir einen Kill machen, erhöht sich unser Equipment auch um 1. So, wir schnell Athen. Oh, Glück gehabt. So. Wir bekommen nämlich jetzt hier voll Kettenrüstung und ein Steinschwert. Zum vorherigen Kit nochmal. Wenn ihr einen Kill macht, dann tut zum Beispiel aus Leder, denke ich mal, Gold oder Ketten werden. Oder aus Eisen zum Beispiel Diamantrüstung. Also wenn ihr so 3-4 Kills macht, ist euer Equipment schon geil. Und ich glaube, die Verzauberung wird auch übernommen, so wie ich das gerade mitbekommen habe. Ich lebe noch, wenn ich fertig mit Equippen bin. Und dann ist schon die halbe Runde wieder tot. Chillt mal ein bisschen eure Base. Du bist hier, komm her! Na Kinder, habt ihr Spaß? Na fein. Lasst euch ruhig Zeit. Ich chill noch ein bisschen. Ich chill noch ein bisschen. Jetzt weiß ich, warum er zu mir gekommen ist. Er wollte mir seine schon enchanteten Schuhe geben. Der wollte unbedingt zu mir, dass ich ja nicht meine Schuhe enchante, weil er schon sie enchantet hat. Na gut, das kann ich gut nachvollziehen. Hat er gerade nochmal so die Kurve bekommen. Ja! Na, Augenblick wäre das nämlich zu spät gewesen. Das Schöne an dem Athen-Kill ist, wenn ihr einen Kill macht, erhaltet ihr ein zusätzliches halbes Herz dazu. Das bedeutet, ihr überlebt automatisch länger. Ich habe ja zum Beispiel 10,5 Herzen. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Na, na. Hallo. Die haben auch Gefühle. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was er sich erhofft. Ich komme nicht drüber. Also, so viel Denken muss doch vorhanden sein. Belästigst du wieder die Nachbarn? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, abonnieren, Glocke aktivieren und gerne eine Bewertung aufs Video da lassen. Eure Meinung zum Update in die Kommentare gerne schreiben. Ich finde es an sich ein schönes Update. Würde mich freuen, wenn öfter ein Update kommen würde. Bis jetzt kam ja in letzter Zeit ein großes Skywars Update und jetzt auch mal so ein etwas kleineres Update. Aber finde ich schön, dass auch Updates hier kommen. Von daher wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein.
und ciao, Leute.